Name ist Luca, meine Damen und Herren. Ich mache heute einen Couple-Quiz mit meiner Freundin Sandra. Ja, ist kein Couple-Quiz. Wir haben es von Kris Jenner und Travis Scott abgeguckt. Wir haben jetzt gegenseitig 13 Fragen über einen selber aufgeschrieben und der andere muss sie einfach beantworten. Ja, und da wir uns jetzt schon so lange kennen und ein Couple sind, würde ich sagen... Oh nein! Was war mein erstes Haustier und der Name? Das ist ziemlich easy. A. Shiva, euer Hund ist ja das Haustier von Michelle. Also nicht dein Haustier. Der Hamster Ralf ist auch nicht dein erstes Haustier gewesen, weil du hattest ja schon mal einen Hamster und der hieß Siemens. Nein! Mein erstes Tier war ein Meerschweinchen und das hieß Rufus. War das das Tier, was deine Oma getötet hat und in Mülltonne gesteckt hat? Nee, das ist mein anderer Hamster gewesen. Okay. Wie? Ja, keine Ahnung, wie sagst du solche Fragen? Ja, ich hab gesagt, gute! Ja, meine erste Frage ist, wie lang ist mein Schwanz? Ja, okay, dann nehme ich die raus. Ja, dann stell jetzt nochmal die erste. Wann habe ich mit Fußballspielen angefangen? Ich denke mal mit 4. Mit 10 Jahren. Kompletter Spätzünder, Digga. Ja, habe ich zuerst in einer Wohnung gewohnt oder in einem Haus? Ich habe doch gesagt, ach ich so. Habe heftige Fragen. Ach so, ja. Okay. Ich dachte, du meinst jetzt, als du nach Köln gezogen bist, nee, direkt in ein Haus. Nee. Weil das wusste ich ja, dass du erst da unten in der Kellerwohnung warst und danach ins Haus mit mir gezogen bist. Ich glaube, du hast tatsächlich als erstes in einer Wohnung gewohnt. Richtig. Ich auch. Ja. Weißt du, wo ich aufgewachsen bin? Hühnerstall. Bin ich kurz- oder weitsichtig? Du, also, weitsichtig bedeutet ja, man kann weit sehen, ne? Ich glaube, du bist so ein Weitsichtiger. Ich bin kurzsichtig. Ah, okay. Das ich kann Sachen, die sehr nah vor meinem Gesicht sind, kann ich sehr gut sehen, aber nein, Sachen... Nein, das bedeutet, das ist... Ich habe extra nochmal gegoogelt. Okay. Ich bin kurzsichtig. Okay. Welche Sportart war meine erste? Also, ich halte das ja immer noch für Scam. Aber die Sandra sagt ja immer, dass sie schon alle Sportarten gemacht hat. Ich hab Fechten, Rudern, Kanufahren, Kajak, Cheerleading, Fußball, Basketball, Tennis. Kunsttouren und da wurde ich kurzerhand auch wieder rausgeschmissen, weil die meinten, ich wäre zu kindisch. Wer gefragt hat. Wie groß bin ich in Zentimetern? 193 Zentimeter. 194. Du hast meine Schwanzlänge gerade gesehen. Was war mein erster Notendurchschnitt, den ich je bekommen habe, ab der dritten Klasse? In der dritten Klasse? Ja. Also es muss ja irgendwas mit einer 2 vorne gewesen sein, weil eine 1 hattest du ja noch nie auf dem Zeugnis. Richtig, gut gemerkt. 2,3. 2,0. Was ist meine Lieblingssockenmarke? Snox. Nee, hier, Luca Shop. So. Socken. Luca-shop.de. Warum sind da so viele weibliche Haare dran? Laser. Was sind denn weibliche Haare? Lange Haare. Von meinem Schwanz. Wie viele Tattoos habe ich? 4. Nee, 3. Ah, das vierte ist weggegangen. Richtig, richtig. Dann hast du 3. Ja. Was trinke ich, wenn ich müde bin? Wasser. Ja, meine Fangfrage. Ich trinke immer Wasser. Wie heißen meine beiden Cousinen? Michelle und Alex. Nein, ja, das ist meine Schwester. Jenny? Richtig. Und Michaela? Nein! Schon verkackt. Ja. Jenny und Antonia. Alles klar. Wie lange ist mein Schwanz zum Irrigieren? Welche Krankheit hatte ich als Kind? Welche Krankheit? Ich weiß es. Asthma. Ja. Korrekt, erste Frage, richtig. Welche Zigarettenmarke habe ich als allererstes geraucht? Lucky Luke? Ah! Gar nicht so schlecht. Wie heißt die denn? Lucky Strikes ohne Zusätze. Lucky Strike. Ja, aber gar nicht so schlecht. Lucky Luke war dieser Hurensohn. Ja. Was ist mein Standardfrühstück? Boah. Soll ich sagen? Nee, mach einfach weiter. Ei. Mit? Brot und Avocado. Richtig. Ah, Digga, heftige. Schön Brot, heftige, drauf, Checky. Schön ein bisschen Avocado, Guacamole Checky. Und dann Checky. Rei. Checky? Weiter geht's. Checky? Ja, sonst meine ich weiter. Erst der Checky! Luca! Ein Tag später. Was?
Welche Pizza bestelle ich immer? Wenn ich Pizza bestelle, was für eine Pizza bestelle ich denn immer? Wir haben noch nie zusammen Pizza bestellt, glaube ich. Ja. Salami? Nee. Thunfisch. Ab auf den Teller. Was ist mein Idol? Wenn man es so nennen kann. Weil ich habe jetzt keine Person, zu der ich so wirklich mein Leben lang aufgeschaut habe, um dieser Person... Ist das David? Vom Aussehen? Vom Aussehen würde ich sagen David Beckham. David Beckham? Ja, vom Aussehen. Danke! Casey Neistat. Das hatte ich schon mal im Podcast erzählt. Das ist so ein amerikanischer Vlogger aus New York. So seine Motivation, sein Hustle einfach. Und sonst natürlich Selfies andere. Wer war mein allererster Crush? Laser Luca. Nein! Klar, danke. Kann man das hier schon mal? Julius damals von in der ersten bis vierte Klasse. Soll ich das zensieren? Ja, klar. Also Julius Nein, Luca, zensieren, ja! Wie lange war ich mit Julius Wieso hatte mal die komplette Grundschule wegen mir frei? Ich weiß sofort, du bist gegen eine Scheibe gelaufen. Ja, ich bin gegen eine Glastür gelaufen. Da kommt keiner mehr. Ich die letzten vier Fragen. Okay. In welchem Alter war mein erster Flug? So viel wie du fliegst mit 0, würde ich sagen. Nee. Dann mit 1. Ja. Nach Russia. Russian forever! Mit welcher Kamera nehme ich meine Videos auf? Mit einer... Ist das eine LG oder wie? Du kannst es sogar sehen, ey. Was ist mein Sternzeichen? Fisch. Du bist doch Fisch. Du nicht? Nein, ich hab nur jetzt mal... Geht doch nicht. Keine Ahnung, geh mir nicht auch mit Sternzeichen. Was bist du dann? Ja, Frosch? Was ist meine Nationalität? Deutsch, aber you wish, dass du italienisch wärst. Nee, was ist... Ich hab ja zwei. Nein, Deutsch. Ich hab noch prozentual eine leicht andere Nationalität. Italien? Nein. Was denn? Schwanz. Was war mein erstes Handy? Nokia. Nee. Sony Ericsson. Nein, ein LG in Gold. Mit diese Club-LG, kennt ihr die noch? Nein. Wie viele Freundinnen hatte ich bereits in meinem ganzen Leben? 4. 5. Hä? Ich bin doch mit dir. Nein! Wie wurde ich geboren? Nackt. Ja, nee, also... War das ein Kaiserschnitt? Ja. War das jetzt ein normaler Schnitt? Ich würde schon sagen, es war das jetzt eine Geburt im Krankenhaus? Ich würde sagen, Kaiserschnitt in einer Bar. Nee, ganz normal. Mhm. Ja, im Krankenhaus. Okay, würden wir an der Stelle das heutige Video jetzt auch beenden, meine Damen und Herren. Wenn euch die eine oder andere Sache hier... Ich habe, glaube ich, gewonnen. Okay. Okay.